Ja, liebe Sabine, ich freue mich erstmal, dass du dir Zeit für das Testimonial-Interview genommen hast. Und bevor ich dich jetzt groß vorstelle, übergebe ich das Mikrofon gleich mal an dich. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, wo findet man dich im Netz? Ja, ich bin Sabine. Ich bin in Lüneburg, also da findet man mich nicht im Netz, aber ich wohne mit Mann und Katze in Lüneburg. Und ich habe 2017 als virtuelle Assistentin gestartet und im Laufe der Jahre hat sich mein Business ja sehr verändert und ich bin jetzt Webdesignerin. Ich bin auf meiner Webseite zu finden und auch sehr, sehr gerne bei Instagram. Und wie lautet die Webseite? va-sabinerichter.de. Sehr schön. Wir haben gemeinsam welches Thema bearbeitet und warum war das für dich relevant? Es ging ja, darf ich schon mal vorwegnehmen, um Angebote und das ist ja bei ganz vielen so, ne? Gerade bei uns VAs, dass man irgendwie so rauswächst aus der reinen Assistentenrolle, sich irgendwo spezialisiert Richtig. und dann kommt man an den Punkt und sagt, okay, was mache ich draus und wie verpacke ich das am besten? Auch, dass ich nicht mehr Zeit gegen Geld tausche, ne? Dass es nicht auf jede Stunde Arbeit ankommt, sondern dass ich für den Wert meiner Arbeit oder für das Outcome im Prinzip bezahlt werde. Richtig, Bei dir genau. wahrscheinlich genau das Gleiche gewesen. Jetzt habe Das ich schon ist einiges vorweggenommen. ja, ganz genau. Ja, also das Überthema oder so ist ja bei dir oder bei euch ist ja Business mit Struktur. Und das ist halt etwas, also ich meine, das sagt ja eigentlich auch schon alles. Und wir haben halt eben so meine Angebote rausgearbeitet. Ich habe einen ganz tollen Fahrplan bekommen und ja, an den kann ich mich jetzt halten und einfach mal weitermachen. Und welche Erkenntnisse konntest du da für dich mitnehmen? Also am allermeisten oder am allerbesten fand ich ja diese Excel-Tabelle, wo wir ja meine Aufgaben, die ich so habe in meinem Webseitenbereich, also wie ich mit Kunden arbeite, was es da für Steps gibt, ne, von A. Ich bin sichtbar und die Leute kommen zu mir, bis zu die Leute haben gebucht und haben ihre fertige Webseite, dass wir das in einzelne Schritte aufgeteilt haben und das auch nochmal so bepreist haben. So für mich war das ja immer so ein Ding, ein Paketpreis so und mir war gar nicht klar, vorher, wie viele einzelne Steps ich da eigentlich so rein und mitgebe. So für mich war es einfach klar, dass es gehört sich so, Was macht man so. dazugehört, genau, ja. Ja, genau. Und das fand ich so wie sagt man, am Genau. augenöffnendsten. Ja, wie viel man reinsteckt und was eigentlich für einen Wert dahinter steckt für einen Kunden, ne? Dass man das dann Genau. nochmal genauer, ein bisschen deutlicher zeigt. Dass es nicht Genau, heißt, okay, du zeigt und hast von der auch. Webseite, sondern auch deinen Kunden werden sich über viele Schritte ja im Vorfeld erstmal klar, bevor sie die Webseite bekommen. Richtig, Ja, genau. ja. Also, dass sich dann deutlich zeigt und auch, was man halt nochmal so, ja, beziffern kann einfach. Genau. Was ich mich auch erinnere bei dir, der Schritt davor, so zu schauen, mit wem arbeite ich überhaupt, wer sind meine Kunden und welchen Pain haben die eigentlich? Das war auch so ein Punkt, wo du meintest, das hast du schon ewig vor dir hergeschoben, dich mal damit zu beschäftigen. Und dann geht man es dann endlich an und dann macht man das auch mal. Das ist, kenne ich auch selber, dass man sagt, ja, ich müsste das einfach mal irgendwo runterschreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch mal eine Klarheit irgendwie entstanden ist, ne? Dass Also ich das dann ist es mal. auf jeden Fall, weil also klar geworden ist mir, dass meine Zielgruppe, also ich arbeite ja sehr, sehr gerne auch mit VAs zusammen und mit Businessfrauen, aber mir ist klar geworden, dass meine Zielgruppe Frauen 45 plus sind, also mit denen ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite und ich habe auch viele Kundinnen, die so in dem Bereich sind. Ja, und das ist doch schön, wenn sich Genau. das dann wenigstens trifft, ne? Der Wunschkunde und der eigentliche Kunde, der Ja. echte Kunde. Super. Ja, genau. Ja. Was würdest du anderen Interessenten sagen, die sich vielleicht für ein Coaching mit mir interessieren, aber sich noch nicht so ganz sicher sind, ob sie den Schritt jetzt gehen wollen? Naja, auf jeden Fall ein Kennenlerngespräch mit dir vereinbaren, um dich und auch um deine Arbeitsweise oder auch halt eben Business mit Struktur kennenzulernen. Und ja, traut euch, macht das auf jeden Fall. Ihr werdet auf jeden Fall was daraus mitnehmen. Und ja, einen Schritt weiter, mindestens einen Schritt weiterkommen.
Ja, genau. sehr Und die schön. vielen, vielen Erkenntnisse, auch so, manchmal sind das ja so kleine Mini-Dinger, die da noch so nachwirken, Ja. ja, die sind Gold wert. Genau, und die Anne beißt nicht, da kann man jederzeit ein Gespräch erstmal buchen und erstmal sich Ja. beschnuppern und auch gucken, was wir dir mitgeben können, wir von Business mit Struktur, ne? Genau. Also Anne beißt nicht und Anne hat für meine Begriffe einen ganz besonderen feinen Humor, den ich sehr liebe und schätze. Das macht das Arbeiten auch noch zusammen, dass die Zusammenarbeit sehr viel einfacher und ja, gibt dem noch mal so was Persönliches, Besonderes. Oh, da freue ich mich. Dankeschön. Ja, Ja. gerne. Ich wollte sonst noch nach letzten Worten fragen, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Das nehme ich so hin. Ja, das darfst du auch. Ja, dann Genau, lass mir einfach mal noch zurückgeben. Mir hat es auch viel Spaß gemacht mit dir und auch so zu sehen, ja, immer so die Erkenntnisse, so die Aha-Punkte, wenn so die kleine Glühbirne hier oben angegangen Ja, ist. genau. Das, ja, und genau, die Materialien, die du ja, auf die du ja weiterhin Zugriff hast und die du jederzeit wieder vorkramen kannst und sagst, okay, jetzt ändert sich gerade wieder was, jetzt stehe ich wieder an einem anderen Punkt, jetzt gehe ich das Ganze nochmal durch. Das ist ja auch alles nicht weg, Richtig, ne? Ja. genau. Die Excel-Liste, die gebe ich nicht mehr her. Nee. Joa, dann vielen Dank nochmal für dein Vertrauen und für die Ja. Zeit, für das Gespräch hier und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ja, Ja. vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Und ich wünsche mir, dass du eine steile Coaching-Karriere machst. Okay, ich Yeah. kümmere mich drum. Sehr gut. Danke dir. Ciao, Sehr ciao. gerne. Tschüss. Tschüss.